Hi, willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest FS. Im Mandala schwingen die Bewohner das Tanzbein, allerdings nicht freiwillig. Und der Übeltäter, der soll hier in den Ruinen hausen. Deswegen nehmen wir das heute mal stark unter die Lupe und klatschen dabei jede Menge Monster weg. Das war ja ein etwas größerer Dungeon. Also könnte das... Really? Ich will nicht mit dir reden, ich will die Monster wegklatschen, Jade. Auch wenn ich deine Gesellschaft sehr genieße. Ja, der Dungeon war etwas größer, ja. Den kennen wir ja schon von unserem ersten Besuch in Mandala. Damals, ja, hatte das Dorf auch mit einem Fluch zu kämpfen. Irgendwie kein schöner Ort, um sich niederzulassen, wenn hier immer irgendwelche Monster irgendwelche Flüche verhängen. Und ja, der Dungeon ist etwas größer. Das heißt, es könnte etwas dauern. Aber okay, passt schon. Werden wir immer stärker bei, ne? Easy peasy. Obwohl, wenn ich so die Erfahrungspunkte sehe, lohnt sich nicht so ganz, ne? 2,8 ist nicht viel. Kann ja sein, dass das nur die Puppen sind, ne? Ich greife mal gleich noch das Flammenmonster, was am Horizont ist, an. Wenn die auch nur so 2000 geben, dann würde ich mal sagen, dann lasse ich Monster sein, weil dann lohnt sich das nicht so wirklich. Also ich finde schon, jetzt bei den Level, den wir haben, müssen wir so 4000, 5000 pro Kampf kriegen, damit sich das Kämpfen lohnt. Weil ich brauche ja auch gut 120.000 oder 130.000 für ein Level-Up. Das heißt, wenn ich so 2.000 pro Kampf kriege, brauche ich sonst 60 Monsterplatten, bis ich ein Level-Up bekomme. Ja, die geben 4.000, ne? Okay, es sind nur die Puppen. Okay, dann kann man das machen. Und das sind nur zwei davon gewesen. Wenn ich zum Beispiel auf 3 treffe, dann sind das 6.000. Ja. Aber ich mache so viel Schaden mit den anderen, dass Jade nicht magisch angreifen muss. Okay, die sind relativ schnell kaputt und geben einigermaßen was. Die Puppen jetzt nicht, aber diese Dinger. Es wird wahrscheinlich 2 Folgen brauchen, dass ich hier durchkomme. Ich will halt jedes Monster mitnehmen. Jetzt habe ich unbewusst den Rundumschlag gemacht, obwohl ich das gar nicht brauche. Kiara hat, glaube ich, auch 2 Folgen gedauert, ne? Oder vielleicht sogar 3, weil da die Monsterkämpfe länger gedauert haben. Ich weiß es nicht mehr. Oh, hier sind andere noch. Mal gucken, wie viel die so geben. Die halten aber, glaube ich, auch nichts aus. Ja, die kann ich mit dem Lichtbringer instant umlegen. Ja, geben auch nur 3000, ne? Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dafür, dass die so schwach sind, ne? Warum dürfen die ganze Zeit nicht agieren? Voll komisch. Das ist vielleicht sogar etwas übertrieben, was ich mit Veronica mache, ne? Eine Stufe schwächer ist, glaube ich, ausreichend. Ja, die geben ja auch Items, ne? Also, kämpfen lohnt sich vielleicht im Endeffekt doch. Spätestens, wenn wir mit Serena 2 Level-Ups noch machen.
ist ja gerade auf 83 und auf 85 machen wir dann unsere nächste Level-Up-Runde. So, jetzt mache ich mal Boom. Boom sollte ausreichen. Tatsächlich für den in der Mitte nicht. Ja, diese Flammenmonster, die geben hier am meisten Punkte. Oh, hier unten sind neue. Let's go! Ich will nicht aus dem Kampf fliehen, wie die umhauen. Also ich habe keine Angst vor denen. Mal gucken, wie viel dieser Gargoyle mir bringt. Aha, lohnt sich nicht wirklich. Naja, vielleicht kriege ich seltene Items. Das Positive ist ja, sie sind schnell umgeboxt. Was hat er vor? Oh, er hat sich geheilt. Aber das bringt ihm nix. Easy peasy. Okay. Ja, diese riesigen Truhen, die waren schon letztes Mal da. Ich fordere die mal trotzdem heraus. Vielleicht kriege ich irgendwas Tolles. Ich glaube es fast nicht. Ja, die sterben auch instant. 1500. Okay, es sind aber nicht die alten Kisten. Weil 1500 wäre für Chiara-Verhältnisse viel gewesen. Da war ich ja so um Level 30 irgendwie. Da rechts kann ich gleich nach Mandala zurück. Aber das möchte ich ehrlich gesagt erstmal nicht. Ja, vor denen habe ich ein bisschen Respekt. Deswegen volle Pulle drauf. What? Der ist immer noch weiß. Jetzt ist er gelb, okay. Den hat Jade doch viermal gehittet. Oh ne, einmal hat er glaube ich geblockt, ne? So. Komm, Bodo. So mag ich das. Veronica wins again. Er bringt jetzt nicht so viel, aber ist okay. Da ist was versteckt. Ein Dämmerstoff. Huhu, Wahnsinn. Ich freue mich. Es ist das alte, was ich so dringend gebraucht habe. Okay. Hier wird wahrscheinlich nichts sein. Ja, wieder so eine Fresskiste halt und halt der Ausgang. Ah ja, das haben wir schon mal gelesen, ne? Das haben wir schon mal gelesen. Ja, das ist schon so lange her, ne? Seit wir das erste Mal in Mandala waren. Ich glaube, gefühlt 100 Parts. Wir haben ja mittlerweile schon die 150 überschritten. Ich weiß gar nicht, ob ich noch, wie lange wir noch das Let's Play hier machen. Wir haben ja einiges noch in Ticklingen zu tun. Ein paar Nebenmissionen, nachdem ich überall war, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich die 200 knacke. Dass, als ich das Spiel gestartet habe, hätte ich das niemals gedacht. Da hätte ich so mit 100 gerechnet, aber... Ja. Das Postgame war ja ungefähr nach 100 Folgen zu Ende. Das normale Game, aber das Postgame sorgt halt dafür, dass es ein bisschen länger geht. Was nicht schlecht ist, ne? Postgame kann man ja mit einem DLC vergleichen, würde ich mal sagen. Bloß, dass der schon in das Postgame von Anfang an ins Spiel integriert war. Also, das musste man sich nicht extra holen.
Wieso ist sie immer noch weiß? Warum kriegt die... Die ist immer noch weiß! Warum kriegt die keinen Schaden? What? Try this facade. Kaboomo! Was? 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 Warum ist sie immer noch weiß? Aperto macht keinen Schaden, das kann ich lassen. Ah! Jetzt ist Damage angekommen. Ja, auch wenn das MP-Verschwendung ist, ich baller da weiter drauf, in der Hoffnung, dass sie zweimal zaubert. Leider nicht. Und jetzt crittet sie. Veronica, weil sie weiß, dass von ihr die größte Gefahr ausgeht. Jawoll! Ich kann zurückkritten. Naja, Schaden den Bodo macht, der hält sich ein bisschen in Grenzen. Alter, du Drecksvieh. Und bringt trotzdem nur 4000. Ah, die hinterlässt aber was. Also hat sich das gelohnt. Ein Elfenamulett. Okay. Was macht das? Plus 10 Abwehr. Chance, den Schlafwechsel zu erhöhen, sinkt um 20%. Chance, daran gehindert zu werden, Zauber zu wirken oder sofort getötet zu werden, sinkt auch um 20%. Chance, eine Runde aussetzen zu müssen, sinkt um 20%. Die Menge MP, die einem selbst gestohlen werden, ja, ist kein schlechtes Item, eigentlich. Ja, komm. Aber so mächtig, dass ich es unbedingt tragen muss, ist es auch nicht. Ne? Also es ist gut, aber nicht awesome. Nennen wir es mal so. Okay, den habe ich hier auch noch nicht gesehen. Ist der gefährlich? Der Chaos-Kommandant. Kriegt auf jeden Fall guten Schaden von Jade. Na, durch den Crit ist es sehr handelbar. Was hast du vor? Okay, die einzige, die davon nicht betroffen ist, ist Veronica. Aber gut. Alles klar. Okay, dann gehen wir in den nächsten Bereich. Okay, die Spielekarte muss noch laden. Ja, hier müssen wir halt eine gewisse Strecke zurücklegen. Aber wenn nicht so viele Monster auftauchen wie bei... Dings, wie hieß er nochmal? Oh Mann, ich habe den Namen jetzt vergessen. Ich habe ihn noch heute schon erwähnt. Als wir das erste Mal hier waren, ich komme gerade nicht auf den Namen. Da waren hier relativ viele Monster. Es sieht gerade so aus, okay, es ist nur der Anfangsbereich, dass es weniger sind. Vergesst, was ich gesagt habe. Es sind genauso viele. Aber da war ich ja noch nicht so stark und konnte die nicht so schnell umhauen. Wie viel geben zwei von den Gargoyles denn? Veronica wins again. Gar nicht mal so viel, da habe ich mit mehr gerechnet. Drei davon. Nett, das sind 6000. Oder? Verrechne ich mich da jetzt. Naja, sehen wir gleich. Jade hat fast keine MP mehr. Ah,
Wie viel braucht Jade, um Level abzumachen? 27.000. Das geht einigermaßen schnell, würde ich sagen. Ich glaube, ich mache wieder eine Nummer kleiner. Das ist, glaube ich, zu übertrieben. Auf der anderen Seite ist es mir eigentlich auch egal. So, hier haben wir gleich ein Reittier. Das nehmen wir mal in Beschlag, dass ich ein bisschen schneller laufen kann. Ui, die beiden kriegen gar nicht mal so viel Schaden davon. Also trotzdem orange. Das sah halt nach wenig Schaden aus, den halten die einfach nicht viel aus. Okay, gebt mir mein Reittier. So. Ah, die Kisten hier sind alle leer. Das heißt, die Umgebung angucken macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Aber ich werde das wahrscheinlich trotzdem machen, ne? Und der Chaos kommt und es noch weiß, dann müssen wir auf Kabum gehen. Oh, der lebt das sogar. Okay, das wird dann nicht leben. Das ist mein Mädchen. Ja, komm. Es gibt ja Erfahrungspunkte. Ich, alles, was nicht groß genug ist, ramme ich jetzt weg. Dann kommen wir vielleicht heute doch durch. Ich glaube, das ist der richtige Weg, ne? Komm, hau die. Ramm die alle weg. Wenn ich schon so ein Reittier habe, dann nutze ich das auch. Hier oben war die Sackgasse, ne? Ja, hier ist einmal... Ja, es ist... Ich weiß gar nicht, warum ich es mache, ne? Also... Klar, es könnte irgendwo was sein. Obwohl hier die... Eine Truhe, die wir da erledigt haben, die so heftig viel ausgehalten hat. So, der wird wahrscheinlich nicht verkrampfbar sein, ja. Die hat uns ja was Schönes gegeben, also... Umgucken ist eigentlich prinzipiell keine schlechte Idee. Auch wenn ich wahrscheinlich nichts bekommen werde. Wuhu! Sehr gut, mein Mädchen. Well, that was easy. Bodo mit Level up, Rionaldo mit Level up. Chat dürfte eigentlich auch nicht mehr lange dauern. Kann man die Drachen weg? Ja, die Drachen sage ich schon. Gargoyles ähnlich sind das ja. Na komm, lass ihn in Ruhe. Er darf leben. Er hat Skill bewiesen. Er ist ausgewichen. Ah, vielleicht hat das Level Up mit Jade schon durch die Ram-Attacken bekommen, ne? Ja, tatsächlich. Weil ich eine gewisse Anzahl an Monstern durch die Luft gewirbelt habe, habe ich eine In-Game-Trophäe bekommen. Okay. Ah, hast du Angst? Solltest du, okay. Den werde ich wahrscheinlich nicht wegrammen können. Als ob der drei der vier Attacken blockt. Als ob.
Jade! Das kannst du mir nicht erzählen. Du hast 5 Attacken auf den abgefallen und er hat einfach 4 davon geblockt. So, jetzt ist Jade auch auf 86. Da hat man eigentlich, glaube ich, nur gewartet, dass ich irgendeinen Kampf bestreite. Veronis MP gehen langsam zu neigen. Das ist nicht so geil eigentlich. Ja, ich spamme auch ihre Super-Attacken die ganze Zeit. Das muss man dazu sagen. Ich mache es weiter. Ist mir egal. Wenn sie keine MP mehr hat, dann muss ich halt mit dem Stab angreifen, dass sie wieder aufgefüllt wird. Autsch. Yay, Level 90. Henrik erreicht auch ein Level Up. Wie viel auch ein Serena noch? 8,6. Aber ist er erst auf 84. Da fehlt immer noch ein Level. Aus dem Weg! Oh, neue Gegner jetzt hier. Das sind aber auch Greife. Also die haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Die haben jetzt bloß eine andere Farbe. Ja, okay. Könnt gerne es mit mir aufnehmen versuchen. Ich boxe euch einfach weg. Kommen wir ja heute doch mit den Dungeon durch, wenn ich das so mache. Ist auch, glaube ich, die bessere Herangehensweise. Klar gehen mir ein paar Erfahrungspunkte dadurch die Lappen, aber who cares? Ich denke, weil ich sowieso immer so gut wie jeden Kampf mitnehme, bin ich auch schon ziemlich overleveled. In den letzten Folgen, wo ich mir nachgeguckt habe, wo ich hin musste, zum Beispiel das da am Strand, wo wir die Meerjungfrau getroffen haben und sowas, ne? Das habe ich mir bei YouTube-Videos angeguckt und da war die Rede, haben manche in die Kommentare geschrieben, dass sie ständig verlieren, weil sie Level 60 oder so sind. Wir sind Level 90, also denke ich, dass wir dem Spiel weit voraus sind. Let's go! Ja, es kann halt bei dem Spiel hier passieren, ne, dass du underlevelt wirst, indem du so was häufiger machst, was ich gerade mache. Du rennst einfach durch, ohne die Gegner zu bekämpfen. Die Möglichkeit hast du halt in dem Spiel. Aber das feuert dann irgendwann zurück, indem du den Gegnern nicht mehr gewachsen bist. Ich kann kein Dings zaubern. Zaubern wir das? Ja, wir nehmen mal Veronica jetzt raus, wenn sie überfordert ist, und nehmen Henrik rein. Ich habe gerade keine MP für Veronica. Wie lange braucht die, um ein neues Level zu bekommen? Ach, ja okay, dann kannst du drin bleiben. Das ist ja nicht mehr lange. Dämmerstoff, ja, das brauche ich nicht so wirklich. Ach, und hier ist wie so eine Engelstatue. Stimmt, stimmt, hatte ich vergessen. Okay. Dann müsste eigentlich der Übeltäter hier oben sein. Ja, dass ich da nicht hoch kann, während ich beritten bin, das bestätigt das auch. Okay.
Gott, ja. Es könnte ein bisschen cringe werden. Natürlich mit Rionades Truppe. That's the stuff, laddies. You youngsters can't half dance up a storm, eh? These steps of yours, eh? Ha ha! There's someone else! Look! Just look at me go! Hustle, hustle! Wee-hee-hee! Oh my goody! Someone! Make him stop! Shut it, you! I'll hear none of your whinging! We're dancing for the Dark One here, so look lively! Oh, there'll be trouble. Hand a one, hand a two, and a humpa, humpa, hustle. Hey, well now, what have we here? Hoping I wouldn't notice you slacking off back there, were you? Well, no such luck. You're boogie. I will feel the back of my hand. Come here, you. Kollege, ich mach höchstens dir Beine. Grufti der Finsternis. Okay. Okay. Ja. Mal gucken, ob der was drauf hat. Kriegt soliden Damage. Ja, nochmal 700. Lässt sich sehen. Ah, ist immer noch weiß. Ja, wir machen Teufel. So, wie viel macht Perntor? Gar nichts, okay. So, was kann der? Ja, okay. Was? Unterstützung, okay. Das ist in Ordnung, denke ich. Die Begleitung, die du rufst, sind die denn gefährlich? Es geht, ne? Ja, Kravum und Perntor und danach sollten die Geschichte sein. Ja, der eine ist weg. Kein Problem. Aua! Ich bin auch mal noch nicht in dem Modus, dass ich mich heilen muss. Außerdem ist der fast kaputt. Ja, okay. Er ruft deine Unterstützung, das ist eigentlich egal. Jetzt heilt er sich und alle... Okay, jetzt ist es nicht mehr egal. Jetzt ist es mir nicht mehr so egal. Aber wir machen trotzdem mal Kälte, kommen wir auf dich. Ja, der Schaden von Jade ist jetzt nicht ganz so toll. Okay, zwei der Viecher sind weg. Dann können wir auch ultimative Klinge machen. Ja, der ist kurz vor dem Sterben, aber ich mach mal trotzdem Multiheilung. Weil der Schaden vom Bodo ist ja nicht viel. Mhm. Okay, er ruft wieder Verstärkung, aber das ist eigentlich egal. Also spätestens bei Veronica ist er kaputt. Ja, passt. Not bad at all. I just keep getting better. Schimmerseide. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfter. Nicht so ein wahnsinnig tolles Geschenk. Danke, hab vielen Dank, mein Herr. Seit ihr das Monster besiegt, können wir uns alle endlich wieder frei bewegen. Nachdem uns das Monster hierher gebracht hatte, zwang es uns, diese wirklich seltsamen Kostüme zu tragen. Und dann mussten wir unaufhörlich tanzen.
Ach, wir sind euch ja so dankbar, dass ihr noch rechtzeitig gekommen seid. Hätten wir noch länger tanzen müssen, wäre ich bestimmt zusammengebrochen. Okay. Leonardo sagt dazu gar nichts. Finde ich ein bisschen komisch. Auch wenn das andere Zeitachse war. Mal gucken, ob im Mandala da jetzt noch irgendein Event kommt. Wahrscheinlich, wenn ich mit dem Vater und den Jungen spreche. Das gucken wir uns nochmal an. Vielleicht kriege ich auch noch irgendwas dafür, dass ich hier alle vom Tanzen befreie. Ja, jetzt kommt auch die bessere Mandala-Musik und nicht diese Cringe-Leonardo-Musik. Ich kann ja mal kurz gucken. Ja, die Nebenmission. Der wird wahrscheinlich ja hier im Haus sein, ne? Aber wird mir auch nicht angezeigt oder so. Ah, da seid ihr ja. Sohn hat mir erzählt, dass ihr das Monster besiegt und den Mandala gerettet habt. Damit erwarten wir uns eine sichere Zone, denke ich. Und vielleicht habt ihr es ja schon gehört, aber Manny hatte eine hervorragende Idee, wie wir mehr Touristen ins Dorf locken können. Unsere Zukunft sieht endlich rosig aus. Ich muss euch wirklich von Herzen danken. Ohne eure Helden wäre unser Dorf jetzt Geschichte. Ich krieg gar nichts, ne? Ist der Junior hier irgendwo? Mit denen haben wir ja geredet. Nö. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nächstes Mal machen wir dann... Was ist der nächste Ort? Oh, Vierland tatsächlich. Okay. Nächstes Mal gehen wir nach Vierland. Ja. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.